Bei Riese und Müller ist es ja immer so, es gibt meistens so drei Schaltvarianten. Davon hängt es ab, ob dein Fahrrad in der Garage steht oder ob du mit deinem Fahrrad unterwegs bist. Touring, Vario oder die Roloff, der halt auch wirklich zu deinem Hintern passt. Von so wird es wirklich so groß, kannst du einfach blockieren oder halt öffnen für maximalen Komfort. Und wenn ich schon über Preis-Leistungs-Verhältnis spreche... Nee, nicht ins Wasser fallen. Genau, und hier halte ich so ungefähr an. Das ist übrigens hier ganz interessant, dass hier der Fahreler Hafen, würde ich gleich nochmal sagen, jetzt wisst ihr das schon vorher, der weiß ja nicht, dass ich schon aufnehme. Und wenn man jetzt hier so rumschwenkt und in die Richtung da hinten, da hinten da irgendwo, auf der anderen Seite, rechts hinten so, da gibt es die besten Fischbrötchen hier in der Region. Ja, da kommt er angefahren, der Nils. Moin Dieter. Ja. Bist du schon da? Ja, ich bin schon da. Ich habe die Leute hier schon aufgeklärt, wo wir hier sind, was es hier alles gibt. Ach so, hast du schon alles ja, gesagt? Ja, aber du kannst es auch noch mal machen. Ich dann weiß dann ja, brauche ich ja gar nichts sagen. Dann kann ich mich hier hinsetzen. Ja, dann, wenn es dir nur gefallen hat, lass doch einen Daumen hoch da. Genau. Nils, was hast du mitgebracht? Was ist los hier? Ja, ich dachte, ich genieße einfach mal nur die Aussicht in den Fahreler Hafen rein. Ist noch ein bisschen kalt und Fischbrötchen habe ich auch noch nicht. Aber darum geht es auch nicht. Nee. Darum geht's nicht. Ja, das ist ganz gut windig hier, ne? Aber nichtsdestotrotz. Und hier ein weiteres Video mit Nils Hogendorn. Moin erstmal. Ja, aus dem Fahreler Hafen. Und ich habe ein Fahrrad mitgebracht. Das kennst du auch schon aus vorherigen Videos. Und da kam immer wieder der Wunsch, stell doch mal dieses Fahrrad vor, wir wollen mal wissen, was für ein Rad ist das überhaupt. Und das ist ja ein Riese und Müller, das erkennt man, denke ich, auf den allerersten Blick sofort. Und es ist das Modell Charger 4 Touring. Wir starten direkt mit all den Themen, die an diesem Fahrrad nicht original sind. Und das ist zum Beispiel dieser Scheinwerfer. Hier ist ein Busch und Müller Scheinwerfer verbaut, Modell IQ XL. Mit Fernlichtfunktion. Das finde ich ist ein wirklich cooler Scheinwerfer. Haben wir auch im großen Lichttest mal vorgestellt. Da war auch sehr weit vorne mit dabei. Und unschwer zu erkennen, das ist die Blinkanlage. Auch die wurde hier nachgerüstet. All das kannst du in Video sehen. Also gibt es spezielle Videos über die Blinkanlage. Kannst du dir einfach mal anschauen. Und was mir jetzt noch fehlt, das ist die Beischulz. Und der Sattel aus dem Hause P&P, ich glaube, das war der Sattelmodell Berlin, genau so war es, haben sie mir geklaut. Ja, ohne Witz. Ja, Dieter, du guckst ganz sparsam. Ja. Die haben mir den Sattel geklaut. Nein, wann jetzt, wo, wie? Im Fahrradladen. Das ist nicht wahr. Ja, in Jadaberg, also da haben wir ja unser Geschäft. Und das Rad steht ja im Verkaufsraum. Und wahrscheinlich, das ist echt. Wahrscheinlich hat jemand eine Probefahrt gemacht oder wer weiß was und hat gedacht, wieso steht da ein Sattel, ich meine ein Fahrrad mit einer Beischulz und ein Sattel Berlin drauf. Das ist ja und, das höre ich jetzt zum ersten Mal die Geschichte. Ja und zu Feierabend bauen wir die Räder alle wieder im Originalzustand, weil es ist ja immer individuell. Es kann ja sein, dass irgendjemand eine Probefahrt gemacht hat. Ja und irgendjemand hat mir den Sattel hier abgebaut, wo ich mich echt geärgert habe, weil das hätte ich gerne vorgestellt, kann ich jetzt nicht vorstellen. Aber über die Beischulz-Sattelstütze findest du auf diesem Kanal auch ein Video. Laute Klingel haben wir hier auch. Und wir gucken uns einmal die Seite hier an, weil darum geht's. Daran erkennst du dieses ganze Fahrrad, das Modell Touring. Touring bedeutet bei Riese und Müller immer Kettenschaltung. Und ich bin echt begeistert von diesem Rad. Das ist auch kein GT-Modell oder irgendwas. Die GT-Modelle haben noch eine andere Sattelstütze, eine andere Bremsanlage. Und eine andere Reifengröße, also das sind die Räder, wo die Reifen halt einfach noch volumiger sind. Aber auch hier ist ein volumiger Reifen verbaut, kommen wir später auch nochmal dazu. Auf jeden Fall haben wir hier eine Kettenschaltung. Und ich habe das Rad jetzt schon ein paar Mal gefahren und ich bin absolut begeistert von dieser ganzen Kombination. 28 Zoll Laufräder mit Kettenschaltung, CX-Motor, 750 Wattstunden Akku. Sehr, sehr, sehr angenehmes Fahrverhalten. Und wenn du jetzt am Überlegen bist, okay, alles klar, der spricht über Kettenschaltung. Kettenschaltung ist nicht meins, aber das Rad finde ich schön. Bei Riese und Müller ist es ja immer so, es gibt meistens so drei Schaltvarianten. Meistens ist es Touring, Vario oder die Roloff. Und auch dazu findest du auf diesem Kanal ein Video.
Ich spreche die ganze Zeit davon, was für viele tolle Videos es gibt, aber es ist ja so. Stell dir mal vor, ich würde dir das nicht sagen und du stellst jetzt diese Frage. So weißt du es und kannst das Video dann im Anschluss gucken. Also guck erstmal dieses Video weiter, weil ist ja so, ne? Ist ja auch spannend. Bei Riso Müller wird immer gerne vom Cockpit gesprochen und das schauen wir uns einmal im Detail an. Also was hier ganz spannend ist und auch wichtig zu wissen ist, diese Vorbau-Lenkereinheit ist verstellbar. Also dieser Vorbau ist winkelverstellbar. Dementsprechend kannst du auf diesem Rad relativ sportlich sitzen, aber auch so wie ich es jetzt eingestellt habe, eher komfortabel. Man kann hier auch den Komfortlenker montieren. Das ist, denke ich, auch eine wichtige Info für alle, die schon so ein Fahrrad haben und sagen, ich hätte es gerne noch komfortabler. Komfortlenker kannst du hier auch montieren und den kannst du auch bei uns bestellen im Webshop unter shop.hogendorn.de. Dann hast du hier in der Mitte das Kiox 300 von der Smart System Serie von Bosch. Dann hast du hier die Remote Control. Hier kannst du eigentlich schon fast alle Fahrdaten ablesen, wie Akkufüllstand, Unterstützungsstufe und du kannst damit halt auch steuern, was du gerade in deinem Display ablesen möchtest. Ne? Also hier kannst du dich einfach durchs Menü drücken. Das ist ganz interessant. Interessant ist aber auch das Smart System. Heißt so, weil es ist smart. Du kannst dein Smartphone mit dem E-Bike koppeln. Du hast dann noch mehr Funktionen. Wichtig ist aber auch zu wissen, du brauchst für dieses System kein Smartphone. Wenn du sagst, möchtest du nicht, lässt das Smartphone einfach ungekoppelt, alles ist gut. Mein Tipp ist aber tatsächlich mittlerweile, dass ich sage, Smartphone koppeln ist einfach genial, wie viele Funktionen da mittlerweile sind. Also das System wird auf einmal von so, wird es wirklich so groß, sobald du dein Smartphone damit verbindest. Schön windig ist es, das haben wir ein klein wenig unterschätzt, also müssen wir uns beeilen. Und darum kommen wir auch zu den Handgriffen. Die sind auch ergonomisch aus dem Hause Ergon. Finde ich auch praktisch. Gerade auch Ergonomie ist ein wichtiges Thema. Darum verstellbarer Vorbau. Ergonomische Griffe sind super. Und dann haben wir hier eine Magura MT-Bremse. Kannst du noch nicht sehen. Was ich dir aber auf jeden Fall sagen kann, hier hast du eine Griffweiteneinstellung. Das heißt, wenn du so Riesenhände hast, wie ich die habe, kannst du den Bremsgriff relativ weit vom Lenker entfernen, sodass du halt gut greifen kannst. Hast du etwas kleinere Hände, kannst du den Bremshebel auch wieder näher an den Lenker holen, sodass du auch dann komfortabel und sicher zum Stehen kommst. Kommen wir noch mal kurz zum Scheinwerfer. Ich habe ja gerade gesagt, wir haben hier einen kleinen Umbau vorgenommen. Hier ist jetzt der IQ XL aus dem Hause Busch und Müller verbaut. Serienmäßig kommt das Rad mit einem Supernova Scheinwerfer Modell Mini 2. Ich habe ja gesagt, Sattel und Sattelschütze wurde mir geklaut. Ich hatte hier schon eine Beischulz eingebaut, aber jetzt haben wir dafür den Serienzustand. Das ist auch okay. Hier ist jetzt eine ganz normale Teleskop-Federsattelstütze verbaut. Keine Cane Creek. Für alle, die jetzt aufmerksam aufpassen, die sehen, alles klar, das Modell Charger Touring ohne GT hat keine Cane Creek, sondern eine ganz normale Teleskop-Federsattelstütze. Und hier ist dann ein Celle Royale Gelsattel verbaut, aber auch beim Thema Sattel, da bin ich immer sehr empfindlich und kann dir nur den Tipp geben, beim Fahrradkauf wirklich direkt einen Sattel zu kaufen, der halt auch wirklich zu deinem Hintern passt, auf dem du bequem sitzen kannst, weil letztlich davon hängt es ab, ob dein Fahrrad in der Garage steht oder ob du mit deinem Fahrrad unterwegs bist. Dann gucken wir uns einmal kurz den Rahmen an. Wir haben hier ja das Charger 4. Der Rahmen ist auch bei allen Charger 4 Modellen identisch, bis auf die Rahmengröße. Die ist halt variiert. Da gibt es 4 Stück zur Auswahl. Das ist ein Alurahmen. Der Akku ist hier im Unterrohr voll integriert, ist herausnehmbar. Das ist, denke ich, eine wichtige Info. Und was man auch sieht, hier sind alle Leitungen und Kabel unsichtbar im Rahmen integriert. Das finde ich besonders schön, sorgt für eine aufgeräumte, clean Optik und macht das Rad somit einfach noch eleganter. Motor? Du bist auf dem Motor. Jo, ich bin auf dem Motor. Und ich bin da auch. Unschwer zu erkennen. Wir haben hier einen Bosch Performance Line CX Motor und der hat 85 Newtonmeter. Das betone ich auch nochmal ganz extra oder extra, ganz extra. Klingt ja auch gut. Weil wir haben hier ein Kettenschaltungsrad und man könnte eigentlich sagen, so beim Kettenschaltungsrad ist die interne Motorsoftware einfach noch mal spritziger. Was vielleicht auch dafür gesorgt hat, dass ich gesagt habe, Mensch, das Rad fährt sich aber gut. Also das ist eine wichtige Info und ich denke auch für eine Kaufentscheidung wichtig,
dass du wirklich weißt, so alles klar, Kettenschaltungsrad, muss ich mal ausprobieren, weil es einfach spritzig. Eine wichtige Info noch zur Kettenschaltung, was du vielleicht wissen willst, sollst, wie auch immer, das ist, du bekommst dieses Rad mit einer 11-fach Shimano Kettenschaltung. Dann zeige ich dir einmal diesen super beliebten Charger 4 Gepäckträger hier mit dieser dritten Strebe, damit du auch wirklich bequem eine Packtasche montieren kannst. Was serienmäßig auch mit dabei ist, ist dieser Spanngurt. Da kannst du nochmal eine Jacke drunter klemmen oder Handschuhe, wie auch immer. Und es ist ein Mic-Gepäckträger. Das heißt, dafür gibt es dann auch noch verschiedene Möglichkeiten, eine Tasche zu befestigen oder einen Korb oder was auch immer. Was dir da gerade vorschwebt, dafür gibt es einen Adapter. Und da ist dann mein Tipp, sprich uns einfach im Beratungsgespräch darauf an. Dann können wir dir das mal zeigen, wie auch immer. Oder du fragst deinen Fahrradhändler, falls du dieses Rad schon hast, was gibt es da eigentlich? Weil oft wird das vergessen, so wie ich es jetzt gerade auch vergessen habe. Ich wollte es eigentlich schon immer mal zeigen im Video, wie funktioniert eigentlich dieser Mic-Adapter. Und das ist ein ganz praktisches Zubehörteil. Was auch am Gepäckträger mit montiert ist, darum packe ich das jetzt einfach damit rein, das ist das Bäckerschloss. Hier sieht man es, ist ein Arbus-Schloss, ist gleichschließend mit dem Schloss vom Akku, muss man dazu sagen. Und wenn du jetzt sagst, dieses Bäckerschloss, das schützt mich ja nur vor Wegfahren, nicht vorweg tragen, dann gibt es auch noch eine Einsteckkette, damit kannst du dieses Schloss dann erweitern und somit anschließen und das Ganze ist dann einfach noch sicherer. Was ist das denn hier, ey? Ist doch egal. Die Erde ist schief. So, bitte. Das ist vom Winde verweht. Bremshebel habe ich gerade eben schon gezeigt mit der Griffweiteneinstellung und so weiter. Das ist eine Magura MT4 Bremse. Vorne ein Kolbensystem, 180 mm Bremsscheibe und hinten, wie soll es anders sein, da ist es genauso. Und über Komfort haben wir auch schon eine Menge gesprochen. Jetzt gehen wir noch mal kurz auf die Federgabel. Hier ist eine Federgabel mit Lockout-System verbaut. Das heißt, du kannst diese Gabel auch blockieren. Wenn du sagst, nee, ich will jetzt gerade nicht federn, kannst du einfach blockieren oder halt öffnen für maximalen Komfort. Was mir aber auch sehr, sehr gut gefällt an dieser Federgabel, das ist die Q-Lock Schnellspannsteckachse. Das ist total praktisch, wenn du das Vorderrad wirklich mal schnell ausbauen möchtest, weil erstmal es geht schnell und es geht einfach. Warum sage ich einfach dazu? Weil das Vorderrad nahezu genauso sitzt wie vorher. Warum ist das wichtig? Damit du, falls du mal das Vorderrad ausbaust, hinterher die Bremse nicht einstellen musst, weil das ist immer so das Allerschlimmste. Das Vorderrad sitzt ja meistens nie so, wie es ausgebaut wurde oder auch das Hinterrad. Wenn du so eine Q-Lock Schnellspannsteckachse hast, da ist es aber so. Und ein nächster weiterer Vorteil ist halt auch, dass diese Gabel dadurch besonders verwindungssteif ist beim Bremsen, was auch wiederum für ein sicheres Fahrgefühl sorgt. Ja, das wird jetzt hier eine knappe Nummer. Also wir sind kurz vor einem Wetterumschwung, würde ich sagen. Was fehlt noch? Die Reifen. Ganz zu Anfang habe ich gesagt, wir sprechen auch noch über die Reifen, weil wir haben ja hier kein GT-Modell, so wie wir es sonst immer vorgestellt haben. Wir haben hier wirklich eine Touring-Variante ohne GT, ganz wichtig. Und darum auch 28 Zoll Laufräder. Hier ist ein Big Ben Plus Reifen verbaut. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Dieter. Nee, alles gut. Ich wollte nur, dass das Profil, genau. Also dass man sieht, wie schmal... Nee, bitte stehen bleiben, danke. Ich bin damit schon ordentlich durch den Dreck gefahren. Aber auch auf diesem matschigen Weg hatte ich ausreichend Grip und das liegt natürlich auch mit an der Reifenbreite. Also ich habe ja gesagt, der Reifen ist schmaler. Hier haben wir ungefähr eine 50 mm breiten Reifen. Die GT-Modelle, die sind etwas breiter, die sind so bei 60, 62 mm Reifenbreite. Also das ist der Unterschied und halt die Reifengröße. Hier sind 28 Zoll Reifen drauf, beim GT sind 27,5 Zoll Reifen drauf. Ist einfach wichtig zu wissen, aber trotzdem muss ich sagen, das ist ein schönes Rad, schönes Preis-Leistungs-Verhältnis und ein absolut geniales Fahrverhalten. Und wenn ich schon über Preis-Leistungs-Verhältnis spreche, 5.099 Euro plus diese Umbauten. Also ist kein Blinker inklusive, nicht dieser Scheinwerfer inklusive, muss man halt sagen, kann man aber ja alles nachrüsten. Und wenn du jetzt sagst, 5.099, das ist mir zu viel, habe ich noch einen Spartipp für dich. Dann schau dir das Thema Fahrradleasing an. Da kannst du wirklich bis zu 40% sparen. Ist ein ganz interessantes Modell. Darfst du uns gerne drauf ansprechen. Dann können wir da mit dir drüber sprechen. Finden wir auf jeden Fall eine Lösung.
Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass einen Daumen hoch da, teile gerne dieses Video. Ich hoffe, ich habe dir alle wichtigen Infos zum Riesonmüller Charger 4 Touring erzählt. Falls du noch Fragen hast, gerne ab in die Kommentare. Und dann sehen wir uns schon in einem der nächsten Videos. Bis dann. Bis dann. So, ich muss auch erst noch meinen Airbag anlegen. Ich bin ja noch historischer Höfting-Nutzer. Ja, eigentlich bräuchte ich einen Regenschirm jetzt gleich, ne? Du vielleicht? Ja, ich vielleicht. Ich bräuchte schon einen, ja? Ich nicht. So, Abfahrt. Jo.